Okay, wo ist das Ding? Habe ich Ihnen doch schon oft genug gesagt, in meiner Hose. Meine Gitarre, Haus. Wo ist meine Gitarre? Vielleicht in einem Gitarrenkoffer? Hören Sie, ich weiß, dass Sie sie aus meinem Haus entwendet haben. Ihr wogendes Dekolleté will mir irgendwas sagen, aber ich verstehe leider kein Wort. Dann macht es Ihnen nichts aus, wenn ich Ihr Büro durchsuche? Aber nein, natürlich nicht. Ich helfe Ihnen sogar dabei. Ich weiß nicht, was hier gespielt wird, aber ich finde es heraus. Ist es vielleicht denkbar, dass nicht Ihre Gitarre geklaut, dass nicht ich Ihre Gitarre geklaut habe, sondern Sie sie bei sich zu Hause verlegt haben? Bei mir? Sie waren bei mir und haben sie mitgehen lassen. Ich weiß nicht, welches Spielchen hier gespielt wird. Kniffel. Ich weiß nicht, wo Sie meine Gitarre versteckt haben, aber ich werde sie finden. Wer suche, der findet. Wo denkst du, hat Claire das Natriumnitrit versteckt? Das kann überall sein. Jedenfalls ist Claire zu sorgfältig, als dass sie es rumliegen lassen würde. Okay, dann lass uns auch nach rosa Farbstoff, Quittung und so weiter suchen. Irgendwas, das sie mit Lanas Vergiftung in Verbindung bringt. Vergleichen Sie die beiden Unterschriften. Weisen Sie mit der Maus auf Unterschiede hin. Naja, das I. Hier, da ist. Genau. Das S sieht ein bisschen anders aus. Da ist eine Verbindung und da nicht. Und das L hat so ein... Ja, das meinte ich aber nicht. Dann halt nicht. Acht Unterschiede. Ja, da. Ja, danke. Also streng genommen. Genau. Einer fehlt noch. Was fehlt denn noch? Ja gut, also hier müsste eigentlich auch, also wenn man so genau hinschaut, dann beide.
Nee, der passt da nicht. Da im Grunde genommen. Boah, wo ist denn da noch ein Unterschied? Da ist noch ein weiterer Unterschied. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich will jetzt nicht. Nee. Warte mal. Den letzten Unterschied da kenne ich irgendwie nicht. Das tut mir leid. Wenn sie hier Natriumnitrit gebunkert hat, ist sie verdammt geschickt im Verstecken. Ich habe nichts gefunden. Du? Ich habe was gefunden. Die Quittung, die wir im Restaurant entdeckt hatten. Ich glaube, die ist von Claire. Wie kommst du darauf? Die Unterschrift sieht völlig anders aus als die auf diesem Brief und diesem Vertrag. In beiden sind die I-Punkte kleine Herzchen. Du hast recht. Jemand hat auf der Quittung ihre Unterschrift gefälscht. Genau. Und dreimal darfst du raten, wer dieser jemand ist. Torb hatte gesagt, als er sein Gespräch mit Russ beendet hatte, sei ihm die Quittung wie bestellt direkt vor die Füße gefallen. Und Russell zieht den größten Nutzen aus Lanas Erkrankung. Zeit für ein Gespräch mit dem neuen Küchenchef von Transatlantic. Dr. Hadley, richtig? Und wir kennen uns auch schon. Ihr Name ist mir entfallen, aber wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen gern unser neues Tagesmenü. Dr. Foreman, unser Kollege Dr. Torb war kürzlich hier. Er fand eine von Claire Kostra unterschriebene Quittung. Wie kam diese Quittung auf Claires Arbeitstisch? Lassen Sie mich raten. Sie hat sie da abgelegt. Worum geht es überhaupt? Sie hat sie dort hingelegt. Claire Kostra hat sie auf ihren Tisch gelegt. Wollen Sie das damit sagen? Es ist Ihre Quittung. Sie trägt Ihre Unterschrift, oder? Okay, danke für Ihre Zeit. Noch eine Bitte. Das müssen Sie unterschreiben. Ist Krankenhausvorschrift. Vergleichen Sie die Unterschriften. Wenn also Claire diese Quittung unterzeichnet hat, wieso stimmt die Handschrift dann exakt mit ihrer auf diesem Formular überein? Was? Soll das ein Witz sein? Nein, beide Handschriften sind exakt identisch. Anscheinend haben sie diese angeblich von Claire unterzeichnete Quittung gefälscht. Damit wollten sie ihr den Kauf des Natriumnitrits anhängen, mit dem sie Lana vergiftet haben. Was?
Ich hoffe, Sie haben einen guten Anwalt, denn derartige Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage. Sind Sie Cops oder Ärzte? Jetzt beruhigen Sie sich mal, Russell. Sie verschwinden jetzt besser. Sie haben kein Recht zu sowas. Ich stehe unter großem Druck. Meine Chefin ist krank, okay? Das Zeug hatte also Claire gekauft, ja? Okay. Ich habe das Natriumnitrit gekauft. Jetzt zufrieden? Sie kennen Lana doch inzwischen. Ihr Vorgesetzter ist doch auch ein Kotzbrocken. Wäre die Welt nicht ohne ihn viel besser dran? Nein, das wäre sie nicht. Und wir sind zwar keine Cops, aber deren Nummer ist ja allseits bekannt. Nach Stand der Dinge ist Lanas schlumpfblauer Ton die Folge einer Natriumnitritvergiftung. Russell hat es ihr also das Essen gemischt? Oh ja. Er hat sich gründlich ausgekotzt, nachdem Starsky und Butch mit ihm fertig waren. Das Ganze kam so. Eigentlich ein Kinderspiel. Russell hatte die Fritten, die sie an dem Tag gegessen hat, mit farblosem Natriumnitrit vergiftet. Als Alkoholikerin hat Lana zu wenig Salz im Blut und tut es sich daher gewöhnungsgemäß ins Essen. So konsumierte sie schließlich eine LKW-Ladung Natriumnitrit. Nämlich das weiße Pulver, das Claire an ihrem Arbeitsplatz gesehen hatte. Von dem Russell behauptet, es sei Kokain, um von sich abzulenken. Und dann hat er ihren Arbeitsplatz gründlich gereinigt, damit wir nichts finden. Exakt. Nachdem sie so viel Natriumnitrit intus hatte, dass es gereicht hätte, einen Elefantenbullen zu töten, stieg die Höhe des Methämoglobinspiegels im Blut so stark an, dass eine Farbe von Normalrot in dieses zarte Milky Way Braun changierte und damit eine Zyanose bewirkte, diesen für Männer so anziehenden Blue Man Group Look. Und aufgrund des Morbus Wilson bei gleichzeitigem G6PD-Mangel konnte das Methylinblau gegen die Methämoglobin, ihr wisst, was ich meine, nichts ausrichten. Und das Resultat war eine hämolytische Krise. Also, Plasma-Austauschtherapie und Penicillamin zur Entsorgung des überschüssigen Kupfers. Dann sollte sich eine zügige Besserung zeigen und sie kann nach wenigen Tagen in die Welt der Unblauen zurückkehren. Blaue Kartoffeln, Blauschimmelkäse-Dressing, Blaubeersorbet, das scheint so eine Art Motto-Menü zu sein. Aber eins muss man Haus lassen, er hat Wort gehalten. Das ist echt ein feudales Essen. Und endlich mal ein Restaurant, wo der Koch nicht mit dem Salz spart. Ich bin ein Ekelpaket, oder? Wie meinst du das, Lana? Komm, Claire, stell dich nicht dumm. Einer meiner Angestellten wollte mich vergiften. Als Chefin bin ich ein Scheusal. Das würde ich nicht sagen. Du bist nur manchmal etwas schroff. Ich sage aber nicht, dass das, was Russell getan hat, richtig war. Naja, er hält sich ja für einen super Gourmet. Mal sehen, wie ihm jetzt der Knastfraß schmeckt. Genau, aber vielleicht könntest du ja ab jetzt ein bisschen netter zu deinen Angestellten sein. Ich meine, sie wie Menschen behandeln. Du hast recht, von jetzt an bin ich netter zu euch. Zu demjenigen, der Russell ersetzen wird. Zu jedem. Finde ich klasse, Lana. Ja, große Klasse. Und jetzt beweg deinen Arsch und gib mir den Cayenne-Pfeffer. Ich meinte, Claire, Schätzchen, bist du mal so lieb und reichst mir den Cayenne-Pfeffer? Allerherzlichsten Dank. Na, besser so? Eine Prise Zucker weniger? Dann wird das ein echtes Erfolgsrezept. Die Schlumpfine.
Bereit für den nächsten Fall sind wir in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, bis zum nächsten Video. Euer Fazetteler. Ciao.